Der Bauplan ist als PDF-Datei erhältlich und enthält detaillierte Zusammenstellungszeichnungen, welche zum leichteren Verständnis in Farbe gezeichnet sind. Jede Baugruppe ist noch einmal in zusammengebautem Zustand gezeichnet und enthält die Zeichnungen der Einzelteile in Originalgröße zum Aussägen. Eine schriftliche Anleitung mit Funktionsbeschreibung, Baubeschreibung und Materialliste rundet den Bauplan ab. Der gesamte Bauplan ist zweisprachig, in deutscher und englischer Sprache. Alle Achsen sollten vor dem Einbau poliert werden, um die Reibung zu minimieren. Um die Uhr an der Wand aufzuhängen, sind nur zwei Löcher erforderlich. Ein Bohrer eignet sich gut als Zentrierhilfe. Unter die Zahnräder eine Scheibe unterlegen, um die Reibung zu minimieren.
Die Walze wird aus mehreren Holzschichten zusammengeleimt. Dadurch wird die Schnur sicher geführt. Die Schnur durch das kleine Loch in der Walze fädeln und dann um beide Walzendurchmesser wickeln. Kleine Teile vorm Aussägen bohren oder zum besseren Festhalten aufleimen. Die Sperrkegel müssen etwas schmäler geschliffen werden, damit sie später nicht hängen bleiben können. Der Pendelstab muss wegen seiner Länge freihändig gebohrt werden. Geringe Winkelabweichungen sind aber ohne Probleme zu verkraften. Zum Gewindeschneiden einen Gewindebohrer oder einfach eine Schraube verwenden. Bleikügelchen geben dem Pendel ein gewisses Eigengewicht. Achte beim Verleimen des Sperrrades auf die richtige Drehrichtung. Binde das Ende der Schnur zu einer Schlaufe und verknote diese gut. Mit einem Schraubstock kann man den Stift sehr gut durch die Schlaufe schieben.